Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, es ist Dienstag, 10 Uhr haben die Raid-Bosse wieder gewechselt. Wir sind jetzt auf dem Weg hier zum Regirock Raid, wir müssen noch ein Stück, ich habe mich nur mal kurz hier hingestellt für die Infofolge. Alle drei Raid-Bosse, Regirock, Registeel, Regieis, sind die ganze Zeit während dieser drei Wochen permanent da. Ihr könnt euch also immer aussuchen, wen ihr raiden wollt von den dreien. Aber es gibt drei Raid-Stunden separat voneinander, angefangen diese Woche Mittwoch mit Regirock Raid-Stunde. Das heißt, deswegen möchten wir heute einen Community-Raid machen mit Regirock, eben in Vorbereitung auf die Raid-Stunde morgen. Und eigentlich müsste es am Wochenende dann auch noch die Regirock-Raids für Zuschauer geben, aber da bin ich ja wahrscheinlich nicht da. Nächste Woche wird das so ähnlich ablaufen, Dienstag Community-Raid für den Raid-Boss. Der am Mittwoch in der Raid-Stunde ist. Ist entweder jetzt Registeel oder Regieis, weiß ich gerade nicht. Und die dritte Woche bleibt dann auch noch übrig. So, wir haben den angekündigt hier für 11.35 Uhr. Jetzt gucken wir auch mal kurz hier in unsere Liste rein. Ich habe das ja wieder hier hingeschrieben. 11.35 Uhr Regirock Community Raid. Da haben sich ein paar Leute eingetragen. Neueste zuerst und dann ganz runter. Und dann seht ihr, wir haben auf dem einen Handy den Lennart, Genaya, Kevin, Joel, der Boss, das sind die fünf, die mitmachen. Und auf dem anderen Handy haben wir Skyfall. Dann hatten wir Schnitzelmann 91, den habe ich geaddet, habe ihm ein Herz gegeben. Plötzlich hat er seinen Kommentar wieder gelöscht. Ich wusste nicht, hä? Hat er keinen Pass mehr, dass ich jetzt wieder rausgelöscht. Egal, habe ich mit Mr. Cool aka RM weitergemacht. Blitzhanky, Carsten. Ach, und dann ist der Schnitzelmann wieder aufgetaucht und somit war er doch dann wieder der Fünfte, der reingekommen ist, auch auf dem anderen Handy. Ansonsten haben sich hier noch Isok eingetragen, Jor, und ich habe natürlich wieder angepinnt, dass die Plätze voll sind. Trotzdem tragen sich meistens immer noch 1000 andere Leute ein. Selbst zwei Tage danach tragen sich immer noch die Leute dann für diesen Raid ein, der davor schon dran war. So, die werde ich jetzt auf jeden Fall alle einladen. Gleichzeitig, was noch interessant ist, das ist die aktuelle Raid-Boss-Liste. Ihr wisst, Mega Raid Schlappohr. Ihr seht jetzt im Dreier Raid gibt es also Juropanzer, Aeron, Georock und Machomai. Was ist da das Interessanteste für GBL vielleicht? Yugong, hab ich Jurop gesagt? Yugong vielleicht oder Panzer Aeron. Ansonsten feiere ich aber natürlich Machomai. Machomai Armee muss am Start sein. Aber es gab den Sea Day, das heißt, die Leute werden sicherlich alle Machomais jetzt haben und ein gutes Machomai und hin und her. Und was gibt's in den Einer Raids noch Schönes? Magnetilo zu Magnezone, starkes Pokémon. Quiekel. Auch starkes Pokémon, wenn ihr es dann zum Mammutel macht. Mammutel. Quiekel hat aber auch sein Z-Day. Ich glaube, am interessantesten für manche ist immer noch Praktibalk. Deswegen jetzt die Frage, es ist Dienstag, heute der letzte Tag, bevor ich dann gehe. Habt ihr Bock heute Abend auf Praktibalk-Raids für Zuschauer? Eigentlich ist heute Abend die Spotlight-Stunde mit Litomyth. Aber mich interessiert weder der Bonus noch das Shiny, weil ich das Shiny schon habe. Ihr könntet die Litomyth-Stunde zocken und gleichzeitig immer mal einen Praktibalk-Raid mitmachen, wenn ich euch dazu einlade, wenn ihr das möchtet. Ich werde später nochmal eine Umfrage starten hier auf dem Community-Tab. Da werde ich das dann nochmal hinschreiben. Litomyth, Spotlight-Stunde oder Praktibalk-Raid-Stunde, also Raids für Zuschauer. Ihr könnt ja dann mal abstimmen, mal gucken, wie das Interesse da ist. Wenn das Interesse an Praktibalk gar nicht da ist, dann werden wir natürlich das auch nicht hosten. Obwohl, selbst wenn es nur einer möchte und der 100 Raids machen will und der also 100 Raids am Stück hintereinander macht, weil er der Einzige ist, der sich einträgt, dann hat der ja auch was davon. Ich bin mir doch unsicher. Ich überlasse das euch. Jetzt laufen wir erstmal davor, packen die Handys alle aus, laden die Leute alle ein und gucken mal, ob es ein gutes ist. Jetzt habe ich die IV gar nicht hier, muss ich gleich noch abchecken, den 100er Wert und ob ein Shiny dabei ist vor allem und ob einer von euch ein Shiny bekommt. Ich brauche die Shinies eigentlich nicht mehr. Ich habe die alle als Shinies und auch als Lucky Shinies, deswegen ist eigentlich wurscht, aber Regirock finde ich trotzdem immer noch am coolsten. Jetzt schnell einpacken, fangen, auspacken und dann geht's los. So, wir sind zurück. Hier, komische Perspektive, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal drauf und gucken, was... Regirock, ja, das wussten wir ja schon. Das ist ja jetzt nicht das Geheimnis. Auf jeden Fall schon 35. Wir müssen mal hier mit den zwei iPhones zuerst mit rein.
Da ich mit denen ja jetzt einladen muss, die Leute denken schon wieder, was ist da denn los? Schon 36, der Ramses hat wieder nicht eingeladen, der verarscht uns wieder. Der Boss Joel, Lennart, Kevin, Jenaya, Blitzangi, Mr. Cool, Schnitzelmann, Skyfall und Carsten sind jetzt auf jeden Fall alle eingeladen. Jetzt muss ich mit den dreien auch noch rein. Den lasse ich hier und ich sehe, da nimmt es Kampf, da nimmt es Boden, dann nimmt es Stahl, Boden, Stahl, Wasser. Ja, und hier nimmt sie Metagross-Armee, also es nimmt auf jeden Fall Stahl-Pokémon mit rein. Möchte das damit bezwingen. Ich werde jetzt keine Pokémon-Auswahl vornehmen, ich werde es einfach so lassen, wie es ist. Gleich nochmal zeigen, wie das gerade aussieht. Hier, da sind 2 und 3 und da sind 2 und 3, das müsste man noch da hinlegen, dann hat man schön hier und da. Kann man dann drücken. Wie gesagt, gibt es natürlich auch alle als Shiny. Shiny Regirock, Shiny Registeel, Shiny Regieis. Regieis ist wahrscheinlich jetzt der nutzloseste von allen dreien. Ist halt ein Eisklotz einfach nur. Und ja, da gibt es so viele bessere Eisangreifer. Ich glaube, selbst Glaciola als Eisangreifer wäre sinnvoller als Regieis. Und ihr habt so viele legendäre andere Sachen. Oder ihr habt Marmutel, ihr habt Arktos, ihr habt irgendwas. Bei Registeel, der ist in dem Sinne komplett nutzlos. Außer man spielt GBL, denn in der Go Battle League ist das natürlich ein richtig guter Konter, gerade in der Hyperliga. In der Hyperliga, da kommt ihr nur auf 2400 noch was, bis 2,5 geht das hoch. Das heißt, mit XL-Bonbons könntet ihr sogar noch krasser abgehen. Bisher war es ja nicht möglich, ein Registeel mit XL-Bonbons zu versehen. Außer ihr habt diese XL-Sonderbonbons genommen. Dann hättet ihr auf einem bestehenden Registeel schon was hochziehen können. Ich habe immer ein Shiny-Registeel genommen als Lucky 96. Habe das mal für die Hyperliga eingesetzt, aber ich weiß nicht. So ganz anfreunden konnte ich mich mit ihm trotzdem nicht. Ich sehe, wir haben hier 15 Leute drin. Das heißt, theoretisch, einer ist nicht reingekommen oder hat es verpasst oder sonst wie. Ich habe jetzt gar nicht auf die Lobby geachtet. Wenn ihr wisst, wer nicht drin war, dann könnt ihr mal Bescheid sagen, beziehungsweise sehe ich das ja dann am Ende, wenn ich gefangen habe. Ach nö, jetzt steht ja 16 da. Entweder stand eben auch schon 16 da und ich habe mich nur verguckt oder der ist halt beim Start rausgeflogen und ist jetzt nochmal reingekommen. Also Registeel für die Go Battle League auf jeden Fall interessant. Und Regirock nehme ich immer gerne für die Rocket Rübel, für die Rocket Bosse, auch für Giovanni mit Zielschuss, um da die Schilde rauszulocken, drauf zu knüppeln, finde ich eine feine Sache. Der wird jetzt sicherlich nicht Zielschuss haben. Ich weiß nicht, ob Zielschuss in dem Sinne dann eine Legacy-Attacke war, die nur eine bestimmte Zeit da war, oder ob ihr das jederzeit erlernen könnt. Das werdet ihr sicherlich noch sehen, wenn ihr gefangen habt. An den Attacken dürfte sich aber trotzdem nicht großartig was geändert haben. Ansonsten gibt es klar genügend andere Alternativen zu Gesteinsangreifern. Aber für mich ist das der Favorit, weil ich den am coolsten finde. Ihr würdet natürlich sagen, alles ist nutzlos, außer Registeel wegen GBL. Jetzt drücken wir mal hier fix alles durch. Wir wollen ja mal schauen, ob hier irgendwo ein Shiny dabei ist. So, da ist keins, da ist auch keins. Vor allem müssen wir gucken, wer der Größte ist, der rumläuft. 21,43, 21,57, 21,77, die sind mit Wetterboost alle. 21,89, also es wird immer höher. Aber einen haben wir ja noch übrig, und zwar den Großen. Den drücken wir jetzt mal hier durch. Und der hat kein Shiny, aber 22,16. Das ist der Größte von allen. Von mir 21,43, dann geht es auf 57, 77, 89 und hier 22,16. Ey, wenn das jetzt ein 100er wäre, das wäre auf jeden Fall mega geil. Wir wollen den jetzt auf jeden Fall fangen. Ihr seht, der Kreis ist riesengroß. Er greift auch selber oft an. Ich glaube, wir machen das wieder mit dem Fangtrick. Also Ball gedrückt halten, bis er sich eingestellt hat. Und dann immer nur werfen, wenn er angreift. Müssen noch den richtigen Abstand finden. Manchmal werft ihr wie ein Schmied, dann geht er einfach zu weit. Manchmal ist es zu kurz. Das dürfte gerade zu kurz gewesen sein. Ich muss also mehr Power in den Schuss legen. So,
Reis ist so aber optimal. Hier sieht man auch, da werden Aufgaben fertig, gerade von dieser komischen begrenzten Forschung mit Ponita. Shiny Galaponita ist ja als Entschädigung, weil das eine Zeit deaktiviert war, haben sie euch auch ab heute 10 Uhr diese begrenzte Forschung mit Ponita reingeknüppelt, wo ihr zwei Galaponita bekommen könnt, was dann auch shiny sein kann. Gucken wir uns danach gleich nochmal an. Ein dickes, fettes, extra langes, sinnloses Video, extra für heute nochmal zum Abschluss. Ansonsten einfach fabelhaft werfen, dürfte hier eigentlich kein Problem sein. Ihr seht, der Kreis ist eben riesengroß. Wir brauchen auch jetzt nicht hier bei den anderen gucken, ob da ein gutes dabei war oder nicht. Wir sehen ja hier, dass das Beste ist. Bewerten es einmal und haben ein, ja, das ist schlecht, immer noch. 15, 14, 13, das dürfte also ein, das wollen wir zurückrechnen, wenn alles voll ist, 100er, wenn 1 fehlt, 98, wenn 2 fehlen, 96, also ist es ein, genau, ein 93er. Da bräuchtet ihr keine IV-Apps oder irgendwas, ihr könnt das daran schon ablesen. Leider halt kein 100er, hätte natürlich jetzt noch besser sein können. Dann was haben wir hier? Wir gucken mal kurz rein. Verschicke 5 Pokémon, fange 5 Pokémon, lande 5 gute Würfe. Gibt es einen Encounter? Vielleicht hat das Teil auch nur 2 Seiten, weiß ich nicht. Das machen wir aber jetzt nicht fertig für euch. Das machen wir mal heimlich still und leise fertig. Vielleicht mache ich es auch doch noch fertig, wenn ich nachher noch Zeit habe. Jetzt aber erstmal heim und den Raid hier hochladen und schreibt ihr mal rein. Habt ihr ein gutes bekommen? Was ist euer Bestes jetzt gewesen hier raus? Oder was ist euer Bestes, was ihr aus der Vergangenheit noch habt? Oder ansonsten, wer hat ein Shiny bekommen? Schreibt's rein. Mir tut alles weh. Komische Position. Nie wieder. Drecksarena. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.